Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Geht nachhaltig auch in cool, fancy oder sonst irgendwie nicey-gebeicy? Das hat sich Wingard zur Aufgabe gemacht und da hat mich die liebe Stefania angeschrieben, die auch eine Zuschauerin von mir ist, und gefragt, ob ich das ein oder andere mal ausprobieren möchte. Ja, ich habe mir was ausgesucht und sie hat noch ein bisschen was dazugelegt und here we are. Wir gucken mal so ein bisschen durch das Paket von Wingard durch. Und falls du auch Bock auf alternative, nachhaltige Produkte hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ihr bekommt in dem Wingard Online-Shop nicht nur die drei Eigenmarken von Wingard, das sind Plain B, was noch, Wingard selber, genau, und Paper Dent, sondern auch noch viele andere, unter anderem Shear, die kennen wir ja, ne? Und wir kennen auch mittlerweile die Marke Wild, das sind ja die Deos, die ich auch schon hier präsentiert habe. Eine Anwendung habe und großartig finde. Und auf alles könnt ihr 15% sparen ab heute 2 Wochen mit dem Code Claudi. Und jetzt habe ich aber so ein langes Intro gemacht und kein Produkt gezeigt. Das ist ja hochprofessionell. Okay, wir gucken jetzt einfach mal hier so ein bisschen durch. Also, ich habe mir zum einen hier die Hanfölseife mit Zitronengras bestellt für Hände und Körper. Die fand ich einfach sehr, sehr interessant. Klar, Seife, ne, brauchen wir alle. Die kannst du auch für den Körper theoretisch verwenden. Bei mir ist es so, ich habe ja wirklich eine recht trockene Haut. Das heißt, eher für die Hände als für den Körper. Und das ist halt wirklich, ja, vom Verpackungsdesign sehr, sehr hübsch, ne? Obwohl wir halt wirklich plastikfrei hier unterwegs sind, ist es ein hübsches Verpackungsdesign. Vom Duft her ist es auch sehr natürlich und sehr direkt, dass du auch das Zitronengras riechst. Und hier haben wir dann einfach mal einen Block Seife. Ne? Finde ich sehr schön und werde ich auch in Anwendung nehmen. Und ich habe mir auch tatsächlich 2 Sachen mitbestellt. Da müssen wir gleich mal schauen, womit wir die Seife auch bei uns im Badezimmer anbringen können. Plain B. Das heißt übersetzt übrigens schlicht und natürlich. Kommt auf jeden Fall hin, ne? Und ja, was habe ich hier noch? Genau, ohne Palmöl, ich glaube parabenfrei, hatten die auch geschrieben, dass es bei den Plain B Produkten der Fall ist, was ich echt cool finde. Genau, und die kannst du halt super in dieses hier zum Beispiel reinmachen. Die haben nämlich nicht nur in Anführungsstrichen halt die Beauty-Sparte, sondern halt auch wirklich diese, ja, Accessoires, ne? Da habe ich jetzt hier zum Beispiel so ein Holzding, was ich so genial finde, Leute, wirklich. Das ist nämlich ein 2-in-1 Produkt. Das ist zum einen eine Seifenschale, wo du halt hier diese Seife super reinmachen kannst. Und auf der anderen Seite ist es einfach mal eine Nagelbürste. Also da hat sich jemand hingesetzt und nachgedacht. Und das finde ich gut. Ja, und selbst hier bei diesem Befestigungsteil, ne, haben wir hier so ein Seilchen dran und nicht halt so ein Plastikvieh. Das ist echt wirklich bis ins kleinste Detail durchgeplant. Das ist richtig cool. Und es ist Holz, Claudia. Warum riechst du an Holz? Man weiß es nicht, weil die Frau ein bisschen durchgeknallt ist, ne? Abschminkpads. Ich verwende schon seit Jahren wiederverwendbare Abschminkpads. Und da wurde mir auch immer wieder geschrieben, ja, Mikrofaser ist ja alles schön und gut, aber dann hast du halt Mikroplastik da auch am Start, ne? Das hast du bei diesen hier nicht. Die sind mikroplastikfrei. Da sind 10 Stück drin. Ich weiß gar nicht, aus welchem Material die dann sind. Keine Ahnung. Zellulose und Baumwolle. Genau. Kannst du bis zu 90 Grad waschen. Das ist auch krass. Die musst du halt nur ein bisschen anfeuchten. Dann kommen die nämlich ein bisschen aus sich raus. Genau. Die sind nämlich so halt relativ dünn und fest und so, ne? Aber wenn man die anfeuchtet, dann werden die ein bisschen flauschiger. Ich hatte auch sowas schon mal in Beautyboxen mit drin, deswegen habe ich mir die auch ausgesucht. Finde ich einfach cool. Und du kannst es, genau, zum Entfernen von Make-up nehmen, für das Auftragen von Pflegeprodukten, finde ich auch ganz interessant. Wahrscheinlich Toner oder so, ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Wird auf jeden Fall in Anwendung genommen. Wo habe ich denn hier, genau, die Glasstrohhalme. Die wollte ich euch nämlich jetzt direkt in Anwendung zeigen, weil ich habe Durst. Ich habe hier immer was zu trinken und Glasstrohhalme und ja, das ist nachhaltiger, ne? Dann hast du halt nicht diese Plastiksachen und das ist von dieser Wingard Eigenmarke, einfach nachhaltig leben und da sind 4 Glasstrohhalme drin mit so einem Reinigungsvieh und ich habe halt immer Strohhalme hier oben, weil ich meistens auch irgendwas auf den Lippen drauf habe und dann ist es immer relativ uncool, direkt halt da an das Getränk ranzugehen. Oh mein Gott, da hätte ich mir jetzt auch ein sexy-mäßigeres Getränk mit hochnehmen können, oder? Na, ist egal. Ihr werdet es gleich sehen. Hier sind auf jeden Fall die Strohhalme drin. Und das sind halt schöne, lange. Und die brauche ich natürlich auch, weil ich hier teilweise auch meine Humpen stehen habe. Achtet nicht drauf. Das ist eigentlich ein Weizenglas.
Aber es ist halt ein halber Liter Eistee, ne? Ich habe hier halt immer dann Getränke und dann gönne ich mir halt. Genau, und das ist halt schön lang. Und das finde ich gerade so genial, weil den kann ich hier auch einfach wirklich in dieses riesengroße Glas reinpacken. Ist wundervoll. Also habe ich ständig Strohhalme in Anwendung, immer. Weil wenn ich aus Strohhalm trinke, trinke ich auch automatisch mehr Wasser, also mehr Flüssigkeiten, Sachen, ne? Ja, ist jetzt natürlich eine ganz super Geschichte. Aber daran seht ihr auch, wie lang dieser Strohhalm ist. Das ist ja so dann eher so diese Cocktail-Variante, ne? Ja, okay, ne? Richtig cool. Schaut, wie gesagt, gerne dort auch vorbei. Da bekommt ihr seht ja, wie breit dieses Sortiment ist. Also Beauty, Haushalt, dies, das, Ananas, Reinigung, Wäsche und Körperpflege haben sie auch noch mit hier reingeschrieben. Das ist halt schon schön, ne? Und ja, die stehen halt wirklich für Nachhaltigkeit, aber in cool irgendwie. Dann habe ich hier ein Hauch von Wandel liegt in der Luft und das hier ist einfach ein Magnetseifenhalter. Liebe ich. Ich habe so ein Ding schon für meine Seife, die ich verwende. Also diese, nicht, was, wie nennt sich das denn? Pinselseife. Ja, ist eine Seife, ne? Und die ist bei uns halt auch dann einfach mit so einem Ding befestigt. Und das Coole ist, du musst halt nicht in die Fliesen bohren, sondern kannst dir das Ding einfach mit ein bisschen Wasser oder Spucke an die Fliesen dran proppen. Was soll's? Reißen wir das Ding einfach schon vollkommen auseinander und rascheln hier ein bisschen rum. Ich finde es einfach super. Ja, genau. Dann hast du hier nämlich einmal dieses Ding. Ne? Das ist so ein Gummivieh. Und da machst du ein bisschen Feuchtigkeit und dann kannst du es zack an die Fliesen dran machen. Und das ist hier mit einem Magnet. Und das kann ich noch von damals. Also meine Eltern hatten sowas halt auch bei sich. Das hier ist dann der Magnet. Den steckt man mit diesen Zähnchen in die Seife mit rein. Das kannst du am besten machen, wenn du gerade sowieso die Seife in der Hand hast, unter dem Wasser hast, dass die ein bisschen aufgeweicht ist. Und dann kannst du das so vorsichtig da reindrücken. Dann bricht dir die Seife auch nicht auseinander. Und dann kannst du es einfach immer wieder dran machen. Finde ich großartig, weil, wie gesagt, du musst die Fliesen nicht aufbohren, ne? Finde ich wirklich, wirklich großartig. Ja, finde ich gut. Dann kann ich entweder eins bei mir und eins bei meinem Freund dran machen oder bei mir einmal das für die Pinselseife und eins für die Handseife. Großartig. So, was hab ich nun? Naturschwammtücher. Habe ich mir das ausgesucht? Doch, ich glaube schon. Ne? Biologisch abbaubar finde ich auch cool. Vollständig kompostierbar. Da sind zwei Stück drin. Und das sind halt Dinger, die kannst du halt dann auch genauso wie diese Abschminktücher verwenden, ne? Nass machen, glücklich sein. Für dich nehme ich den Dreck auf mich. Oh, wie süß. Das ist schon charmant, oder? Das meinte ich nämlich mit dem nachhaltig und cool. Waschbar bei 95 Grad. Das ist halt auch die Sache, ne? Die kannst du waschen. Das ist nicht, das schmeißt du nicht weg. 70% Holzzellulose, 30% Baumwolle. Ja, vor dem ersten Gebrauch auswaschen. Tücher können abfärben. Abfärben? Und beim Waschen einlaufen. Abfärben? Ja, vielleicht das Blau, was da drauf ist, ne? Aber ansonsten ist es doch weiß. Okay, kommt in die Wäsche. Bin eh gerade am Waschen. So. Ja, genau. Sammy liegt hier neben mir und das hier habe ich auch wegen ihm bestellt. Eine nachhaltige Fusselrolle entfernt sämtliche Fussel wie Staub, Pollen und vieles mehr. Plastikfrei, wiederverwendbar, biologisch abbaubar, ohne schlechtes Gewissen, Ökoklebstoff. Und ja, das ist auf jeden Fall toll. 5 Meter, das kann man halt so abziehen und dann hast du hier, das kennt man doch, ne? Diese Fusselrolle halt und da kleben diese ganzen Fussel dran. Und ich habe halt super häufig heute halt auch, ne? Eine Leggings an, ne, so eine schwarze. Ja, moin, so sieht das aus. Und wenn Sammy an mir vorbeigeht, dann habe ich einen Hund am Bein quasi. Und ja, bevor ich das Haus verlasse, nehme ich gerne eine Fusselrolle und entfussel mich dann gerne. Und da ist sowas einfach Gold wert. Wir brauchen das immer und ständig. Und wenn man halt solche Produkte hat, ist es halt schön, wenn man da auch vielleicht ein bisschen auf die Nachhaltigkeit achten kann und halt nicht das krasseste Plastikteil oder so verwendet. Ne? Finde ich dann eigentlich auch eine ganz gute Geschichte. 35 Blatt. Ach, 35 Mal kann man dann dieses Blatt. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Genau, abmachen und dann immer wieder erneuern. Genau. Ist schön. Finde ich super. Und ich glaube, man kann auch die Ersatzrollen bei Wingard kaufen. Und das Gute ist halt einfach, du bekommst die Produkte dort halt auch zu einem relativ fairen Preis. Das war halt auch meine Frage. Denn ich komme auch gleich zu den Reinigungsmitteln, was ja quasi das Herzstück von Wingard ist, ne?
dass ich gesagt habe, na, es ist halt immer so eine Sache, ne? Entweder sind die nicht wirksam genug oder die sind halt zu hochpreisig, meiner Meinung nach. Naja, die werden jetzt auf Herz und Nieren getestet und dann werde ich euch in der nächsten Zeit davon berichten können, ne? Aber ja, gucken wir gleich mal. Labarababa. Dann habe ich jetzt etwas hier, was natürlich jetzt super ist, dass ich ein Lipgloss oder so drauf habe. Dann kann ich euch das vielleicht am Handrücken machen, ne? Pink Grapefruit Lippenpflege. Ne, ich habe doch auch ein Handtuch hier. Kann ich das doch nehmen und drauf machen, weil ich möchte euch die ja schon ganz gerne zeigen, ne? Ja. Macht dann relativ wenig Sinn, wenn man vorher schon was auf die Lippen drauf gepackt hat. Auch wieder von der Plan B Eigenmarke ist das, ne? Und da habe ich mir, wie gesagt, die Pink Grapefruit Variante ausgesucht. Und das ist halt, ich kenne das ja von Deos schon oder von Deo Sticks. Das gibt es halt auch einfach mal als Lippenpflegestift, ne? Dass man das so hochdrücken kann, indem man hier unten drückt. Das ist einfach plastikfrei und cool. Also ich finde es cool. Dann sollte man immer den Finger hier halt auch drin lassen, wenn man sich das aufträgt. Am Anfang ist es immer ein bisschen pieksig, weil die natürlich so befüllt sind. Und dann hast du meistens eben dadurch, dass es trocknet in der Mitte, dass es so eine kleine Kuhle hat. Aber es fühlt sich eigentlich ganz angenehm auf den Lippen an und ich finde, dass es auch ein schönes Ergebnis macht. Ne? Ja, und dann einfach Deckel drauf, das schiebt sich dann von alleine auch wieder ein bisschen runter. Ich finde es eigentlich cool. Warum eigentlich nicht, ne? Und ja, würde ich jetzt auf jeden Fall verwenden und euch dann auch drüber berichten im Aufgebraucht-Video. So, dann habe ich jetzt hier noch drei eingepackte Sachen. Und da sieht man halt auch bei der Verpackung, dass da auf Nachhaltigkeit gesetzt wurde. Denn ich zeige euch ja auch den Kartoninhalt so, wie er ist. Und auch da haben wir einfach wieder Papier und kein Plastik. Ja gut, dass sowas Plastik ist, das lässt sich halt nicht vermeiden, ne? Bottle Service Refillable Glass Spray Bottle. Das ist einmal für Küche, Glas, Allzweck und Bad. Okay, ja, für unterschiedliche Sachen. Und dann kann man hier das reinmachen. Das sieht schon richtig hübsch aus. Also ich hatte auch schon solche Flaschen. Die waren bei weitem nicht so schön. Hier unten haben wir Glas, hier unten haben wir hier unten dieses Silikonisierte. Das ist halt nicht so rutscht. Das ist auch super überlegt. Das hier ist Holz. Richtig geil, richtig geil. Richtig geil. Wirklich geil. Aufregend. Gut, dann kann man hier nämlich dieses abmachen. Und dann wieder drauf schieben. Okay, ich habe jetzt hier keine Tabs oder so mit dabei. Das ist jetzt einfach die simple Flasche. Ah, hier hat sich einer versteckt. Das ist der Allzweckreiniger. Genau, und das machst du einfach zusammen mit so viel Wasser, wie hier reingeht. Dann kannst du das schütteln. Hier unten kannst du drehen, was es sein soll. Das ist ja auch geil. Beziehungsweise du kannst dieses Silikonkram bestimmt abmachen. Warte mal. Ich muss das ja auch erstmal hier so evaluieren, was das hier alle ist, ne? Das ist zum einen Rutschhemd und zum anderen, dass du sagen kannst, was ist da gerade drin. Das ist halt auch voll schlau. Das ist wirklich schlau. Weil, ja, sonst weißt du ja gar nicht, was drin ist, klar. Ja, dann habe ich jetzt auf Allzweck gestellt. Und dann, wie gesagt, mache ich das hier mit dem Wasser rein. Einfach Leitungswasser. Und wahrscheinlich sind das ein halber Liter oder so. Oder ein Dreiviertel Liter. Und dann wird er ausprobiert. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das funktioniert, denn ich habe das auch Stefania geschrieben. Normalerweise bin ich immer eher skeptisch, was halt diese Tabs angeht, weil gerade wenn es halt intensivere Verschmutzungen sind. Wir haben Hund, wir haben ein kleines Kind, wisst ihr Bescheid. Aber gut, es wird ausprobiert. Apropos, wir haben einen Hund, der sitzt neben mir und hat gerade gepupst. Junger Mann, hier ist Teppichboden. Pass auf. Okay, hier habe ich noch ein Schätzelein. Das kennen wir ja schon, ne? Hier oben einmal abschrauben, um dieses Teil zu entfernen. Wieder draufschrauben. Dann drehen wir jetzt auf, was ist das? Blau. Glas. Popeln das Ding hier unten ab. Das finde ich so schlau. Zack. Dann können wir das draufsetzen. Zack. Und haben hier den Glas-Tab, das Glas-Tab, genau. Und ja, bin ich sehr, sehr gespannt, weil ich finde Glas,
sehr schwer, streifenfrei. Ne? Jetzt habe ich hier das letzte und zwar, das habe ich mir ausgesucht, eine Outdoor-Flammschale aus recyceltem Wachs. 15 Stunden Brenndauer. Ja, es ist noch Winter. Ja, es ist rattenkalt draußen, ich weiß. Aber trotzdem, ich habe da einfach Bock drauf. Nur zum Gebrauch im Freien auf eine stabile und feuerfeste Oberfläche stellen. 18 cm Durchmesser, 7,5 cm Höhe. Nachhaltige Materialien. Terrakotta-Schale mit recyceltem Wachs und Baumwolldocht. Auslauf- und tropfsicher, langanhaltend und windsicher. Made in Germany. Und Flammhöhe ist ca. 15 cm. Oh mein Gott. Und da freue ich mich so sehr drauf, wenn man die endlich verwenden kann. Denn wenn ich die verwenden kann, heißt es, dass es draußen auch schön ist. Ne? Riesen-Oschi, voll schön. Und auch da, wie bei allen Kerzen auch, du musst immer zusehen, dass die Oberfläche sich einmal verflüssigt hat. Ne? Und dann erst die Kerze auspusten. Weil ansonsten kann es sein, dass die halt unschön abbrennt. Und das wollen wir nicht. Oh, liebe ich! Finde ich total großartig. Und ich finde sowas einfach genial. Und ja, das in nachhaltig ist doch auch eine ganz schöne Geschichte, ne? Also ich muss wirklich sagen, Nachhaltigkeit ist etwas, was uns alle ja auch ein Stück weit betrifft. Ich habe mich heute Mittag zum Beispiel noch mit meinem Freund darüber unterhalten, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir alle, naja, auch Insekten auf unserem Speiseplan stehen haben werden. Also es ist halt, die Welt ist im Wandel und wir sollten uns schon so mit dem einen oder anderen versuchen anzufreunden. Du kannst nicht erwarten, dass jeder von jetzt auf gleich seinen Lebensstil oder sonst irgendwas ändert. Ich auch nicht, ne? Also dafür habe ich ja auch noch ein Stück weit Bequemlichkeit in meinem Leben und auch in meinem mir drin selber. Und ja, man kann halt einfach nur das machen, was man kann und möchte, was man bereit ist zu ändern. Und ja, also hier habe ich jetzt einfach schon mal ein paar Alternativprodukte zu den bestehenden Produkten, die ich habe, um einfach zu gucken, wie sehr ändert es meine persönliche Bequemlichkeit, mein persönliches Empfinden, wenn ich einfach nachhaltigere Produkte verwende. Ne? Also wehtun wird es mir wahrscheinlich erstmal nicht. Ja, ich bin mal gespannt, wie die Produkte sich dann in meinen Alltag integrieren lassen und schreib mir gerne in die Kommentare, welches Produkt du am interessantesten fandest oder welches Produkt generell aus dem Wingard Online Shop du am interessantesten findest. Ansonsten kannst du dich auch gerne mit meinem Code Claudi mit 15% Rabatt dort im Online Shop austoben und umschauen und ja, Dankeschön an Wingard, das komplette Team und auch an Stefania für die wundervolle Kooperation. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!